Herzlich willkommen zurück bei Banished mit dem lieben Eni. Wir sind immer noch bei der Tone Hall am Bauen. Die ist leider auch in der Aufnahmepause nicht fertig geworden. Ich hatte ja eigentlich darauf gehofft. Naja, müssen wir noch ein wenig warten. Und wie immer, die Leutchen vergessen einfach ihr Eisen mal mitzunehmen. Und lassen es einfach da am Berg liegen. Das ist der einsame Berg. Der Hobbit. Ja. Letztens noch gesehen. Deswegen kam ich gerade drauf. Es soll ja tatsächlich Leute geben, wahrscheinlich auch unter euch, die beispielsweise Herr der Ringe noch nie gesehen haben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das krass. Für mich gehört das irgendwie zur Allgemeinbildung. Herr der Ringe oder Star Wars oder wie auch immer, sollte man auf jeden Fall kennen. Man muss es ja nicht unbedingt mögen, aber kennen sollte man es schon. Ich meine, sonst versteht man ja auch in anderen Filmen 80% der Witze nicht. Weil einfach alles darauf aufbaut. Ich meine, guck mal Family Guy an. Wie viele Witze bauen da auf, oder South Park beispielsweise, wie viele Witze bauen da auf Herr der Ringe oder Star Wars aus, oder keine Ahnung, Star Trek, Enterprise, wie auch immer. Sollte man auf jeden Fall alles mal gesehen haben. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Star Trek Fan, aber ich hab's mal gesehen, ich weiß, worum es geht und ich verstehe die meisten Witze, also ich weiß nicht, wie andere Leute sie da so, weiß ich nicht, kriegen sowas echt gar nicht mit. Genauso wie es ja auch Leute gibt. Es gibt tatsächlich solche Leute. Wie beispielsweise auch meine liebe Familie. Die keinen Gronkh kennen. Ja. Ich bin auch fast vom Stuhl gefallen, aber es ist tatsächlich so. Es ist halt so, dass diese Internetkultur und gerade YouTube bei sehr, sehr vielen Leuten immer noch doch sehr unbekannt ist, muss ich sagen. Weil auch sehr viele Leute jetzt, die ich so kenne, in meinem Alter, meine Freunde, wie auch immer, haben absolut keinen Plan, was bei YouTube überhaupt möglich ist und was es bei YouTube mittlerweile alles gibt. Die benutzen YouTube im Grunde nur, um, weiß ich nicht, Trailer anzugucken oder Musik zu hören. Oder irgendwelche lustigen Fail-Videos zu gucken oder wie auch immer. Die wissen überhaupt nicht, dass man sich da einen eigenen Kanal erstellen kann, zum Beispiel. Finde ich schon ziemlich hart. Und ich würde das auch sehr gerne ändern. Gucken, ob mir das noch gelingen wird. Natürlich nicht ganz selbsteigen hier. Ach Gott, mir fällt es gar nicht ein. Wie nennt man das? Denn die können dann natürlich auch meine Videos gucken. Nee, aber ich finde es schon ziemlich krass, wie das doch, also ich, wenn ich mal so angucke, so fast 3 Millionen Abonnenten hat jetzt beispielsweise so ein Gronkh. Und in meiner Umgebung, außer jetzt so ein paar andere, paar gewisse Leute, kennt den eigentlich niemand. Ja, ich meine, meine Freundin kennt ihn, mein bester Freund kennt ihn und im Grunde war es das schon. Ansonsten kennt den Typen keine Sau. Wie gesagt, meine Familie sowieso nicht. Die haben keine Ahnung von YouTube. Ich find's krass. Ich find's wirklich krass. Ich meine, selbst er war ja schon im Fernsehen. Ich meine, spätestens da habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt kennt ihn wirklich jeder. Oder hat ihn zumindest schon mal gehört, wenigstens den Namen. Aber es ist wirklich nicht so. Naja, ich schweife ab, ich bin überhaupt nicht mehr im Spiel drin, ich fliege die ganze Zeit nur in die Kamera. Komm, wir machen mal wieder ein bisschen was. Wobei, ich kann gerade nicht sehr viel machen. Außer verschnupft sein ein bisschen. Sollte man gar nicht meinen bei dem Wetter momentan. Also momentan haben wir, glaube ich, tagsüber so, keine Ahnung, 16, 17 Grad. Purer Sonnenschein, wenn nicht sogar noch wärmer. Und ich bin verschnupft, erkältet, wie auch immer. Weil ich immer diesen Wechsel habe momentan.
Morgens sehr, sehr kalt. Ich muss sehr, sehr früh aufstehen momentan. Oder ich musste jetzt diese Woche sehr, sehr früh aufstehen. Sehr, sehr kalt. Da hatten wir so um die 5 Grad morgens oder so. Und dann arbeitet man die ganze Zeit und dann wird es plötzlich immer wärmer, immer wärmer. Und wenn man dann mittags zu Hause ist, ja, ist dann plötzlich bei 18 Grad oder so. Und da spielt dann irgendwann das Immunsystem nicht mehr mit. Das ist echt immer so. Immer dieser Wechsel von kalt nach warm. Die nächsten Tage soll es ja wieder kalt werden. Ich bin mal gespannt. Ach was. So, bei dem ganzen Gelaber habe ich doch jetzt fast vergessen, dass unsere Tornhall fertig ist. Wir sind im Jahr 21. Voll die schwierige Zahl, 21. Homes? Achso, 34. Boah, krass, 34 Häuser habe ich schon gebaut. 32 Familien gibt's, also zwei stehen quasi noch leer. 75 Leute haben wir. Boah, fast 60 Erwachsene jetzt schon. Das läuft. Closed sind fast alle, also alle haben, fast alle haben Klamotten. Gebildet ist natürlich keiner, klar, ich habe noch keine einzige Schule gebaut, das ist, wird auch noch ein bisschen dauern. Haben wir schon mal drüber geredet. Glücklich, also gesund sind sie alle. Happy sind fast alle. Also besser kannst du im Grunde schon fast gar nicht laufen. Unsere Produktion. Ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mich da durchzuwühlen. Die sieht immer gut aus. Das sieht man in unseren Lagerbeständen. Wobei die ziemlich geschrumpft sind natürlich. Gerade beim Werkzeug. Weil ich die ganze Zeit kein Eisen hatte. Und jetzt auch noch mein Werkzeug, glaube ich, eingelagert und verkauft habe. Fängt schon wieder an. Hier bei dem Handelsposten. Oh! Apropos Handelsposten. Ich könnte mal ein bisschen was hier. Oh. Ups. Machen wir mal so. Achso, ich brauche noch ein bisschen was. Aha, immer noch was. Ah, da haben wir jetzt schon das nächste. Perfekt. Sekunde. Ah, Entschuldigung. Da musste ich gerade mal niesen. Wie gesagt, etwas verschnupft, erkältet, wie auch immer. Ich hoffe, das geht bald wieder weg und wird nicht noch schlimmer. Und wird mit den Aufnahmen natürlich auch schlimmer. Deswegen habe ich momentan noch mal so ein Kloß im Hals. Ist echt ein bisschen unpraktisch. Aber das werde ich schon überleben. So, was haben wir denn hier? Population. Die sieht echt hammer aus. Also sah das letztes Mal nicht aus. Da war es so. So Zacken waren da mal drin. Erwachsene, ja, die sind ziemlich gleich. Kinder sind hier unten. Studenten haben wir natürlich keine. Das ist klar. Kann man noch was anderes angucken? Oh, ja. Happiness ist gestiegen. Klar, wir haben ja die Kirche und den Friedhof gebaut. Wie sich das anhört. Natürlich, wir werden alle glücklich. Wir haben einen Friedhof gebaut. Was haben wir hier noch so? Education ist natürlich kacke. Closed ist auch wunderbar eigentlich. Und auch keine Probleme mit. Nomaden gibt es hier irgendwie überhaupt nicht. Weiß ich nicht, ob das noch kommt. Und hier mit den Seeds und so sieht es eigentlich auch schon ziemlich gut aus. Haben wir schon 6, 7, 8 Stück. Von, weiß ich nicht wie vielen. Ein paar fehlen auf jeden Fall noch. Und wir... Oh Gott. Das ist ungeil. Wir haben keine Werkzeuge. Oh mein Gott, wo ist denn der jetzt hier? Hä? Ah. Ich baue jetzt mal einen zweiten Blacksmith. Auch wenn... Ja, ich weiß. Wir haben viel zu wenig Eisen. Das liegt natürlich daran und nicht daran, dass mein Schmied zu langsam ist. Ich baue jetzt einfach mal noch einen. Und zwar dahin. Huch. Hallo? Weil ohne Werkzeuge wird hier nämlich alles komplett zusammenkacken. Entschuldigung, zusammenbrechen natürlich. Natürlich kann es nicht ganz so hart ausdrücken hier. So, ich brauche auf jeden Fall Minenarbeiter. Ja,
Weil ich brauche echt ganz, ganz dringend Eisen jetzt. Weil wenn das nämlich so bleibt, dass die jetzt alle wieder keine Werkzeuge haben, wir haben schon 13 Leute mittlerweile ohne Werkzeug, dann wird meine Produktion viel, 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 viel geringer werden. Und dann habe ich meinen ganzen Lager bald leer. Hier beim Woodcutter sieht schon echt schlecht aus. Holz hatten wir auch schon das Doppelte eigentlich, die ganze Zeit über. Gut, Stein ist jetzt wegen den ganzen Bauarbeiten natürlich in die Binsen gegangen, aber das geht schon wieder hoch. Unsere Kleidung war auch noch nie so niedrig bisher. Also ich habe nur noch einen einzigen Mantel und der ist jetzt auch weg. Liegt natürlich auch daran, dass unsere Jäger jetzt viele uneffektive arbeiten ohne Werkzeug. Ich hau die mal alle in die Mine, weil ich brauche jetzt wirklich dringend, dringend Eisen. Und ich suche jetzt auch mal Eisen, ob ich hier noch irgendwo was habe. Das brauche ich nämlich jetzt wirklich dringend. Jetzt könnt ihr mir alles hier abruppen. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt bald zwei Schmiede, das dann auch alles schön hinkriegen werden. Weil ich will auf keinen Fall, dass jetzt die Stadt auch für die Bunsen geht, weil dann werde ich auf jeden Fall das Let's Play beenden. Dann machen wir lieber was anderes. Sollte das nochmal passieren. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich bin sehr, sehr frohen Mutes. Ich bin noch voller Elan. Ich glaube schon, dass das noch funktionieren wird. Bisher sah es ja sehr, sehr gut aus. Wir lassen jetzt ganze Eisen wieder hier rumliegen. Deppen. Ne, da wollte ich ja noch ein Dingens hin machen, noch einen Schneider. Da kann ich nichts hinbauen. Lass ich es auch gerade mal. Ja, ich weiß, da ist wieder ein Trader angekommen. Hab ich jetzt auch gerade gesehen. Okay, von dem brauche ich eh nichts. Ja, ich hätte es eine Bestellung aufgeben können, aber wahrscheinlich hat der eh nur Crap im Angebot gehabt. Crap und Goyle. Kennt ihr den jemand? Harry Potter? Beziehungsweise, Harry Potter Cold Mirror. Scheiße und Goyle. Da habe ich wieder zwei neue Erwachsene. Die habe ich hier gar nicht, habe ich voll übersehen. So. Ich brauche immer, immer mehr Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Und jetzt brauche ich kein Eisen, sondern einen Schmied. So, zwei Schmiede haben wir am Start. Hier liegt ganz schön viel Eisen rum. Das sollten die mal einlagern. Die Jungs und Mädels. So, bei den Hunter habe ich 6 Stück. Ich bräuchte mal Schafe, wirklich. Förster Woodcutter habe ich voll. Mache ich da noch einen Förster hin, damit mein Holz wieder ein bisschen hoch geht. Mein Gott, 33 Leute ohne Werkzeug. Mach doch mal hinne hier, blöden Schmiede. Meine Schmiede haben natürlich auch kein Werkzeug, ne? Also die schlagen jetzt gerade das heiße Eisen mit der Handkante. Sieht sogar wirklich so aus. Ah ne, die haben einen Hammer in der Hand. Warum die den denn her? Ich glaube, da liegt doch Werkzeug rum, kann das sein? Es wird nur wieder nicht abgeholt. Warum gibt's denn hier nicht sowas wie einen Beruf Träger oder sowas? Lass mal ein Laborer gerade, weil ich weiß echt nicht. Perform easy work such as cleaning areas and moving produced goods to storage. Aha, okay. Das sind also quasi die Träger hier, die Laborer. Dann lasse ich da auch mal wieder welche. So, 43 Eisen haben wir am Start, aber meine Schmiede kommen jetzt nicht hinterher. Deswegen habe ich vorhin den zweiten Schmied gebaut, weil ich das schon erahnt hatte. 34 Leute ohne Werkzeug. Ich komme einfach nicht voran. Die Schmiede sollten sich mal Werkzeug schnappen, bevor die jetzt hier die anderen versorgen.
Da haben wir einen neuen Erwachsenen. 61 Stück haben wir mittlerweile. 80 insgesamt. Oh, da habe ich kein Feuerholz mehr am Start. Mach auch gerade mal den hier. Das kann ich wieder einlagern, wenn meine Lager wieder voller sind. Wenn meine Woodcutter da wieder besser hinterherkommen. Vorher besser noch nicht. So, Förster. Ja, ich habe ja schon angedeutet, dass ich da noch einen machen möchte. Das würde ich dann jetzt auch gerne mal angehen. Dann mache ich nämlich dieses große Waldgebiet. Hier da so zwischen. Wo geht der? Wo geht der? Bis hier vorne. Der geht bis dort. Würde ich sagen, mache ich den mal so. In die Richtung. Förster. Natürlich den Woodcutter. Etwa so. Da kann ich dann wieder Gatherer, Jäger etc. hinmachen. Aber erstmal nur die beiden. So. Ja, Leute. Werkzeug. Da liegt ganz, ganz viel Werkzeug rum. Ich mach mal einen Laborer. Vielleicht räumt er den Scheiß da mal weg. Finde ich echt ein bisschen blöd, dass diese Laborer, die sind halt für alles... Ja, es sind quasi Arbeitslose, kann man so sagen. Aber die sind halt gleichzeitig auch die Träger. Also die Leute, die halt die ganzen Werkstoffe hier durch die Gegend tragen. Hauptberuflich kann man sagen. Da hätte man vielleicht dann doch lieber sagen sollen, okay, ich mache jetzt hier noch einen Beruf dazu. Träger. Und die schleppen dann halt nur das Zeug von da, von A nach B. Weil momentan ist echt immer das Problem, dass hier dieses Zeug einfach rumliegt. Und das wird halt nicht gezählt. Also wenn es da rumliegt, dann wird es hier nicht angezeigt, dann benutzt es keiner. Das ist einfach, als wäre es nicht da. Ja, ich bin momentan immer zwischendurch ein bisschen stiller, weil ich mich immer wieder konzentriere. Ich will keine Fehler machen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass durch diese Werkzeugknappheit wieder alles zu Bruch gehen wird. Aber Gott sei Dank, also ich habe immer noch über 12.000 Nahrung. Medizin habe ich immer noch genug. Sieht gar nicht so schlecht aus. Mache ich mal wieder einen in die Mine, bevor das da auch wieder zu leer wird. Boah, krass, 27 Kinder mittlerweile. Aber ich darf nicht vergessen, immer schön hinterherkommen mit den Häusern. Deswegen geht unsere Nahrung nämlich auch so runter. Weil wir plötzlich so viele Leute kriegen. So, und dann der nächste Woodcutter. Dann mache ich da unten mal ein weiteres Storage hin. Ne, so nicht. So. Was brauche ich noch da? Ja, Gatherer und so weiter natürlich auch noch. Wobei ich mache über meinen Hunter. Den mache ich mal so dahin. Warum bin ich den so schnell beim Platzieren? Das ist ja unfassbar. So und so. So, zack. Da haben wir unseren nächsten kleinen Förster-Hort mit allem drum und dran. Dann läuft's da auch wieder.
Weil, wie gesagt, ich muss jetzt mit der Produktion natürlich auch gucken, dass ich hinterherkomme, wenn ich so viele Leute plötzlich habe. 21 Kilometer, ist ja der Hammer. Huch, da hat's gerade geleckt. Overview. 67 Erwachsene. Insgesamt haben wir also gerade 96 Leute. Also fast 100 schon. Bald haben wir Jubiläum. So, ein paar Baumeister, hatte ich fast vergessen, damit das ja auch alles aufgebaut wird. Seewart, der Förster, ist gestorben. Ungünstig. Weil ich habe mittlerweile ja schon drei Lodges. Aber nur 9 Förster. Dann bringen mir die drei auch nichts. Wenn ich die nicht voll besetzt habe. Ach, unser Viehzüchter hat kein Werk. Ach du Scheiße, guck dir das an. Oh mein Gott. 53 Stück. 53 von 51. Das ist auch wieder total logisch. Ist ja der Wahnsinn. Das ist ja krass. Ja, ich glaube, mit Food kriege ich erstmal echt keine Probleme. Deswegen habe ich den Gesser jetzt auch mal hier weggelassen. Was brauche ich da unten? Da ist schon wieder einer gestorben. Ist direkt ersetzt worden. Jetzt wollte ich gerade einen machen hier, einen Hunter oder was. Jetzt ist der Labor aber schon wieder weg. Au, ich hab gerade mal auf die Uhr geguckt. So, da ist auch schon das... Oh Gott, warum ist der denn jetzt kalt? Ich hab doch Feuerholz. Naja. Wird nämlich langsam wieder Zeit. Puh, wer ist das denn? Ellie. Ellie ist ein Gatherer, die ist unspektakulär, die macht ihren Job. Die sucht gerade nach Ressourcen. Und die sollte sich mal Werkzeug holen gehen. Da liegt mich gerade drei rum. Ist auch nicht ganz so glücklich, leider. Aber der wird es bestimmt viel besser gehen, wenn die uns jetzt Tschüss und bis zur nächsten Folge wünschen kann. Bye, bye.